was passiert? Mach dich bereit. Dann geht es jetzt wohl los. Ein und alles. Das war fies, Valkyra. Das war oh mein. Mann, weg. Okay, was ist denn den hier? Ja. Verdanke der Nachfrage. Ich höre Odins Auge. Habe ich das Gefühl. Bin mir aber nicht sicher. Du grüßt da ein bisschen. Ja genau, lass mich in Ruhe. Ja! Das ist fies. Ihr habt mein verderbtes Dasein beendet. Ich bin euch auf ewig dankbar. Doch meine Schwestern sind noch immer gefangen. Nehmt meinen Helm. Findet sie. Befreit sie. Das Schicksal der Valkyren ruht auf euren Schultern. Darf ich mich jetzt aufsetzen? Oh Mann. Das Schicksal der Valkyren. Klingt ziemlich wichtig. Also, das ist noch untertrieben. Was weißt du über sie? Eine gute Frage, doch nicht so leicht zu beantworten. Ich weiß mehr als die meisten, doch viel von ihrer Geschichte ist geheimnisumwoben. Meine persönliche Erfahrung mit Valkyren endete mit meiner Gefangenschaft. Du weichst der Frage aus, Kopf. Wie gesagt, es ist kompliziert. Ich weiß nicht, wie oder wieso sie zu solchen elenden Kreaturen wurden, aber wenn wir vielleicht noch mehr von ihnen befreien... Wir sollen gegen noch mehr kämpfen? Das Schicksal der Valkyren, Junge. Eine würdigere Aufgabe gibt es nicht. Das wird gefährlich. Das hat euch noch nie abgehalten, oder? Gute Einstellung. Ich höre Odins Auge. Aber ich sehe es nicht. Oder ist es einfach nur so ein beschissener Rabe?
Hört ihr? Da, da. Geh doch. Naja, erste Valkyrie Blatt gemacht. Ich habe mir die ehrlich gesagt schwieriger vorgestellt. Komm, dann laufen halt nochmal ewig lang. Warum auch nicht? Das haben wir. Wir haben ja schon relativ viele Kammern aufgemacht, ne? Jetzt müssen wir einfach ausprobieren, wo noch welche waren. Warum nennt man Odin Fürst der Gehängten? Ein bescheidenes Beispiel für Odins Wissensdurst. Damals verbrachte er 9 Tage als tot. Ja, er hängte sich selbst an Yggdrasils Ästen auf, rammte sich sein Speer in die Seite und sein Blut rann in den Brunnen des Schicksals. Er durchstreifte das Reich der Toten und plünderte die Geheimnisse des Weltenbaums, bis dieser wohl zu Recht genug von ihm hatte und ihn zurück ins Land der Lebenden schickte. Hatte ich nicht erwähnt, dass er total irre ist? Ja, hast du. Das sieht gut aus. Na dann. Hey, Lady. I try it. Ich kann nur helfen. Selbst mit einem Heilungsstein hier nehmen. Jo. Bei 8 jetzt. Die Frage ist bloß, die erste war ja echt einfach. Ich höre schon wieder ein. Okay, ich muss jetzt erstmal die Angriffe ein bisschen lernen. Den hätte ich ganz gerne. Das ist halt echt fies. Danke. Ah!
Aber danke der Nachfrage. Wie kann ich dem ausweichen? Das ist für mich eher die Frage. So, ne Mann. Ich kann meinen Rage gerade irgendwie nicht machen. Ich habe auch gerade einen zugeworfen, Mario. Sind natürlich auch awesome. Oh Mann. Das meine ich, wie ich dem ausweichen kann. Neun Tote. Was ist denn, wenn die hochgeht und das Ding macht, ob ich da einfach blockieren kann mit dem Sonoman? That would be awesome. Folge mir, Atreus. Oh Mann, das war dieser coole, fiese Angriff, den ich fast am liebsten habe. Ah, da hätte ich eher hergehen müssen. Jo. Wir müssen erstmal rausfinden. Das ist auch ein richtig ekliger Angriff. Danke. Da. Okay, da müssen wir definitiv. Sobald die in die Lüfte steigt und das Zeug wirft, mit so einem Aktien. Und dem ausweichen, das ist eigentlich selbstverständlich. Ich weiß nicht, wie ich dem dodgen kann. Ich weiß nicht, wie ich dem dodgen kann. Da müssen wir ran. Ich komme auch mit der Axt besser, aber wir müssen mal probieren. Wir probieren das jetzt mal mit der Axt. Ich komme mit der Axt auf jeden Fall nicht besser. Alles klar! Schöner Angriff. Wir müssen warten, bis sie angreift. Ich dachte, es kommt der andere Angriff und wollte mich wegdrehen. Lass mal ausprobieren, ob ich mich einfach wegdrehen kann. Komm. Man hört, was sie für Angriffe macht, das ist klar, aber.
So schnell konnte ich jetzt echt nicht reagieren. Ah, das ist erstmal. Und genau diesen Angriff muss ich dodgen. Und ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie.